Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, ihr habt schon gelesen, wollen wir ein Mikrofonkabel kürzen. Ich blende jedem, der es eilig hat, hier unten die Zeit ein. Dann kann er direkt in diese Kabelkürzung einsteigen. Aber Vorsicht, der Fokus hat ein bisschen gepumpt. Ich habe es sehr nah aufgenommen und guckt da mal, ob das was für euch ist. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, ist mal wieder so ein spontanes Video, und wollte mich bei über 1000 Zuschauern bedanken. Beziehungsweise nicht nur Zuschauern, sondern Abonnenten. Ja, nach 2 Jahren und 4 Monate irgendwas, ist es dann mal so weit gekommen. Ja, ich zeige euch mal eben gerade, ich müsste hier irgendwo mein Handy liegen haben, was ich von YouTube bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich komme mal rüber. So, Fokus, Fokus, Fokus. Und tada! 1000 Bananen! Banana! Wir haben schon immer an dich geglaubt und du hoffentlich auch. Du hast dir diesen Erfolg verdient. Hoffentlich. Hoffentlich. Heute ist mir bitter kalt. Ja, ich habe eben schon 3 Kaffee getrunken, aber wir haben jetzt schon gleich 10 Uhr. Ich muss auch dann jetzt gleich sehen, dass ich das Video irgendwie noch hochkriege, dass ihr das jetzt auch kurzfristig noch zu sehen bekommt. Muss aber dann irgendwann mal schlafen, deswegen muss ich damit aufhören und trinke mir mal einen Schluck Bier für den Abend hier, ein Feierabendbier. Also vielen, vielen lieben Dank an euch, ja, dass ich das auch wirklich, das gibt noch ein Video, ja, dieses fantastische Erlebnis, ja, das gibt noch ein Video, da bin ich dran, bin ja schon länger dran, habe mich aber dann in dem Video ausgenockt, ja, insofern, ich habe jetzt Fuß, ja, es war sehr unspektakulär, aber ich habe wahrscheinlich was getan, was man in meinem Alter vielleicht nicht mehr tut oder tun sollte. Ja. Das erzähle ich euch auch mal irgendwann bei einem Motovlog. Ja, mache ich das mal. Und dieses Video, das wird jetzt hier relativ zeitnah, ich hoffe, ja, ich bin jetzt jeden Tag ein bisschen am Aufnehmen, weil das ist kein Video, was man mal eben an einem Tag macht oder so. Und auch das Bearbeiten, Schneiden dauert ein bisschen und kommt. Ja, kommt. Freue mich schon drauf. Heute bin ich Futura gefahren. Ich komme soeben von der Autobahn und das war bitter, bitter kalt. Vielleicht kennt ihr das. Ich wollte eine Probe-Spritztour machen, weil nächste Woche geht es auf meine erste kleine Motorradtour mit Übernachtung. Mit dem Stefan vom Torklab treffe ich mich. Wir wollen den Thüringer Wald unsicher machen. Und habe mich verzettelt. Muss ich gestehen, so irgendwie. Ich bin hier losgefahren, kleine Spitztour machen, dann kam eins aufs andere, dann hat es Spaß gemacht, dann war ich auf einmal in Frankfurt, dann habe ich mich gefragt, was tust du hier? Dann habe ich auf die Uhr geguckt, Hilfe, dann habe ich mich verfahren, dann habe ich es irgendwie nach Hause gefunden und abends wird es jetzt immer noch so bitter kalt. Ja, dementsprechend bin ich total durchgefroren und Wird langsam wieder. Heute wollen wir ein Mikrofonkabel kürzen. Mikrofonkabel, hier so Lautsprecherkabel, ist natürlich dasselbe. Das sind halt diese dünnen, fisseligen Käbelchen, will ich mal sagen. Ich hatte mir auch hier schon mal ein Gehäuse von einer Fernbedienung für eine Kamera schon mal zweckentfremdet, habe die ausgehöhlt, weil die Technik nichts getaugt hat, und habe mir hier ein Speedlink Ansteckmikrofon eingesetzt. Hier ist jetzt 1 Meter Kabel drin, aufgespult quasi. Das Speedlink habe ich hier auch drin, benutzen ja sehr viele zum Motovloggen. Kann ich auch jedem empfehlen, es ist gut und günstig. Und im Helm kann keiner 1 Meter Kabel gebrauchen und dementsprechend wollte ich euch mal zeigen, wie ich das habe. Hier in dem Schubert, da ist es auch noch drin, ja, da ist auch das Speedlink drin, würde ich mir gar kein anderes kaufen. Bei dem Kabelgefrickel will ich mal sagen, da habe ich so eine Marotte von mir drin, das hat was mit dem Flussmittel zu tun, das zeige ich euch aber gleich alles so ein bisschen, das muss man natürlich nicht tun. Hat halt so für mich so sein. Ich mache das schon ewig lang so und es funktioniert gut. Ich würde sagen, ich
zeige euch die entsprechenden Szenen, weil das habe ich ja jetzt hier für den neuen Helm gemacht. Ist auch erst eine Woche altes Video. Und ja, mehr wollte ich gar nicht. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs dabei sein. Ja, vielen Dank an die über 1000 Leute, die hier abonniert haben und mich regelmäßig schauen. Sehr geil, freut mich richtig. Und für jeden, der dazugehören möchte, einfach unten abonnieren klicken, die Glocke aktivieren, damit ihr über neue Videos benachrichtigt werdet. Und würde sagen, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann wollen wir mal anfangen zu löten. Eben kurz, ich habe das Kabel hier, das Lautsprecherkabel mit dem Cuttermesser nur angeritzt, quasi nicht durchgeschnitten und tue dann die Außenummantelung so ein bisschen brechen, damit ich innen drin die eigentlichen Kabel nicht beschädigen kann. Ein klein bisschen Geduld, Fingernagel und dann haben wir hier die zwei Litzen hier drin. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Das ist jetzt einfach ein Abschnitt von dem Kabel, weil ich werde das jetzt hier üben. Ich habe ja genug jetzt Kabel über. Ich schneide ja, keine Ahnung, 80 cm weg, dementsprechend. Ich habe jetzt eine Litze in Rot. Die zwei roten, die habe ich jetzt gleich lang abgeschnitten, beziehungsweise abisoliert, etwa 1 cm. Und diese beigefarbene hier, die habe ich etwa ja, auf der einen Seite auch 1 cm und auf der anderen Seite nach etwa 2 cm abisoliert, was mir nachher die Isolierung der zwei Kabel gegeneinander ein klein bisschen leichter macht. Das werden wir jetzt hier mal versuchen zu löten. Das ist jetzt also auch erstmal eine Probe. Es geht mir im Endeffekt auch um dieses hier. Das habe ich mir zurechtgeschnitten. Ich habe hier meinen Kamerastecker und dann habe ich hier, das ist mein Kinnteil im Helm. Das kann ich bei dem Helm, den ich jetzt habe, abnehmen und habe hier einen Schaumstoff über dem Mikrofon. Habe mir das mit einem Nylonfaden hier rein vernäht, damit mir das nachher die Position behält. Und um die geht es mir im Endeffekt, dass ich die zwei nachher miteinander verbinde. Aber wir werden das jetzt hier erstmal üben, damit ich auch selber mal sehe, okay, wie verhält sich das Material. Ich bin kein Elektroniker, Elektriker, sonst irgendetwas oder habe das gelernt und dementsprechend probiere ich das jetzt aus und zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Ganz kurz noch zu der Sache, was ich hier für ein Pöttchen stehen habe. Das ist ein Flussmittel für Lötzinn. Das benötigt man eigentlich beim Löten nicht. Ich mag das Zeug total. Ich nehme mal hier ein Kabel und tunkt das einfach mal hier rein. Ich zeige euch mal, was das macht. Ich hoffe, der Fokus kann das aufnehmen. Das ist ein Flussmittel, das mache ich hier mit dem Feuerzeug warm. Bin mit der eigentlichen Geschichte schon fertig, gehe aber jetzt mit dem Lappen drüber, um überschüssige Reste von dem Flussmittel abzuwischen. Das ist auch wichtig. Und jetzt habe ich hier eine verzinnte Kupferleitung. Eigentlich sind das diese, ja, gedrillten Kabelenden hier. Und das hier, das ist jetzt eine feste Litze, weil das Zinn quasi schon so ein bisschen in diesem Flussmittel enthalten ist. Also nur so ein bisschen, ja. Man muss trotzdem etwas hinzutun. Aber nun ja, mit dem Lötkolben sieht das dann so aus. Ich tunke das wieder mal eben hier in meine Paste. Dann gucke ich, wo mein Lötkolben ist. Auch den stecke ich hier schon mal rein, weil das den verzinnt. Und dann habe ich hier ein bisschen was drauf und zack, habe hier ein, ja, perfekt verzinntes Kabel und das Ding ist fest. Ja, klar, am Ende nicht, aber hier richtig fest. Hiermit könnte ich das jetzt auch in einen Steckverbinder irgendwo reinstecken, weil jetzt hat es die Festigkeit und ja, verzwirbelt sich nicht mehr auseinander. Das heißt, dieses Flussmittel, das sorgt mir dafür, zack, Lötkolben weg, das sorgt mir dafür, dass das miteinander verbunden wird. Ja? Wo man halt immer aufpassen muss, das ist immer nach diesem Löten mit so einem Flussmittel abwischen und die Reste von dem Flussmittel entfernen. Das bringt auch Vorteile, dieses Flussmittel, wenn man, ja, ich sag mal nicht unbedingt korrodierte, aber alte Kabel hat, wo ein gewisser Schmutzbelag drauf ist. Dieses Flussmittel ist relativ aggressiv und tut uns den Schmutz quasi mehr oder weniger so ein bisschen, ja, so ein bisschen auflösen. Ja, das zu der Geschichte. Das werde ich benutzen, weil ich das immer benutze. Muss man nicht. Kann man machen. So, ich schiebe es mal zur Seite. Ich habe jetzt hier meine Kabel. Jetzt ist es so, dass diese Litzen natürlich sehr dünn sind. Und die sind auch nochmal ummantelt, um einen Kurzschluss zu verhindern. Das werde ich jetzt mit dem Feuerzeug lösen, das Problem. Ich tue eine Hand dabei, zwei Finger meine ich. Und jetzt fange ich an, mach das mal hier warm.
Und zack. Jetzt kann man sehen, da muss man ein bisschen reagieren. Ich habe jetzt von diesem, na, es ist mehr wie ein Zentimeter, vielleicht von diesen 12 Millimetern habe ich jetzt etwa 10 Millimeter diesen Schutzmantel verbrannt. Ja, dasselbe mache ich jetzt bei dem hier auch. Wichtig ist mir nur, dass man das ein bisschen langsam tut, deswegen tue ich die Finger dabei. Und zack. Dass ich immer nur so ein bisschen den Anfang erwische, damit diese Ummantelung weg ist. Das mache ich jetzt bei allen. Und tue quasi den Finger drauf, um, ja, um das zu löschen, will ich mal sagen. Zack. Da ich jetzt hier dreckige, ja, verschmutzte Kabelenden habe, gehe ich jetzt her. Das ist ein Elektriker, wird jetzt wahrscheinlich das Gruseln kriegen. Ja. Wo habe ich den Pinsel? Ich nehme jetzt meinen Pinsel, nehme mir ein klein bisschen Flussmittel hier drauf und streiche das jetzt hier auf die Bereiche, wo ich nachher das Zinn haben möchte. Das Zinn, man könnte jetzt hier auch ein Zinn benutzen ohne ein Flussmittel, weil diese sehr dünnen zum Löten. Diese Zinne, die haben schon ein Flussmittel integriert und man könnte jetzt auch hier so ein bisschen dickeres ohne ein Flussmittel nehmen. Aber ich benutze das doppelt gemoppelt und pinsel mir das jetzt hier ein. Da, wo das Flussmittel ist, da wird nachher das Zinn hinwollen. Das pinsel ich mir hier. Da, 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 da. So. Das ist so eine eigene Marotte, ja, von mir. Dann gehe ich her über die Apparatur mal die ersten zwei Kabel aus, das sind die zwei roten, und werde die jetzt parallel zueinander bringen. Jetzt habe ich die zwei kurzen Kabel miteinander verbunden. Jetzt gehe ich her, jetzt hole ich mir hier ein bisschen Lötzinn und tue die zwei schon mal miteinander verbinden. So, eine ganz kurze Pause, dass das hier vernünftig trocknen kann. Wenn man bei etwas am Löten ist und tut, während es am Erkalten ist, dort dann wackeln, dann bekommt man sogenannte kalte Lötstellen. Keine, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall muss das Ganze in Ruhe auskühlen können, weil bei einer Erschütterung, während dem Abkühlen, ist ja dann quasi, ja, wie so ein Bruch, den man da inszeniert in das Material. So. Jetzt sind wir damit quasi mit dem ersten erstmal durch. Und jetzt geht es um das zweite Kabel. Das zweite Kabel, das habe ich jetzt hier bewusst ja nur, das habe ich ja jetzt doppelt so lang gelassen. Und das andere, ich habe ja jetzt hier das eine Kabel ein bisschen länger gelassen, das waren die 2 Zentimeter. Und habe immer nur den Anfang quasi mit dem Feuerzeug so beflammt, dass die Isolierung ab ist. Das heißt, hier im hinteren Bereich ist die Isolierung jetzt noch da. Wenn ich das jetzt hier drauflege, ist in dem Bereich dieser Lötnaht hier noch die Isolierung vorhanden. Das heißt, jetzt biege ich mir das alles ein klein bisschen. So, und jetzt muss ich ein bisschen tricksen, ein bisschen länger rumfummeln, bis ich die zwei so aufeinander habe, wie ich die verlötet haben möchte. Jetzt habe ich hier einmal das rote, das haben wir ja eben gerade verbunden. Dann habe ich jetzt hier die zwei miteinander verbunden, die ich jetzt verlöten möchte. Ich gehe jetzt wieder her, das müsst ihr nicht, das ist wirklich so eine Marotte von mir. Ich mache jetzt hier wieder ein bisschen Flussmittel drauf. Nehme mir meinen Lötkolben, Zinn. Habe jetzt nochmal draufgepackt, weil da so ein paar kleine Strähnchen waren, die abgestanden haben. Zack. Das lasse ich jetzt abkühlen kurz und löse danach meine Klammern hier. Die vereinfachen einem die Geschichte halt einfach. Jetzt habe ich eben erwähnt, bei meiner Variante mit dem Flussmittel hier muss ich erstmal reinigen. Das heißt, ich tupfe das jetzt alles erstmal ab, weil sonst würde das korrodieren. Diesen Flussmittel, was ich hier habe, das kommt aus dem, was hat man denn? Die Leute, die hier die Kupferrohre löten. Das ist eine richtige Lötpaste für Kupferrohre. Das hat so ein bisschen eine reinigende Eigenschaft und verzinnt halt auch gleichzeitig bei Erwärmung. Das hat was. Jetzt putze ich mir das alles schön sauber, weil ich hier nicht möchte, dass die Lötpaste hier noch drin ist, weil die, wie gesagt, aggressiv ist. Und
macht das jetzt hier schön sauber. Wenn man jetzt uralte Kabel hätte, die schon ein bisschen, ich sag mal, eine Patina haben, dann würde sich diese Paste hier wahrscheinlich auch anbieten, weil die in der Lage ist, diese Patina zu zerstören. So, jetzt bin ich hier soweit. Jetzt gehe ich her, biege mir das eine hier rüber. So. Und dadurch, dass ich das, ich habe jetzt hier eine Lötnaht und 5 mm weiter habe ich wieder eine Lötnaht und dadurch kann ich jetzt hergehen, kann hier einfach einen Schrumpfschlauch drüber schieben und habe verhindert, dass hier ein Kurzschluss entstehen kann. So, jetzt habe ich hier einen Schrumpfschlauch drauf und habe jetzt hier, musste jetzt hier die zwei Kabel nicht voneinander trennen bzw. isolieren. Deswegen die Geschichte mit diesem, das eine Kabel 1 cm länger, vielleicht 12 mm und ein bisschen versetzt verlötet und dementsprechend kann ich das jetzt hier erwärmen. Der kommt auf Temperatur, das kann ich mir jetzt hier erwärmen. Dabei tut sich der Schrumpfschlauch zusammenziehen. Und weil doppelt gemoppelt etwas besser hält, ziehe ich jetzt nochmal komplett einen etwas dickeren Schrumpfschlauch drüber und habe damit die Stelle so ein bisschen nochmal fixiert und auch ein bisschen stabiler gemacht. Ist natürlich ein bisschen steifer, dass die Stellen nicht ganz so beansprucht werden bei Bewegungen. Und das war's gewesen. Jetzt gehen wir noch eben her und tun das mal eben kurz durchmessen, ob das hier auch wirklich störfrei funktionieren kann, was ich hier gebaut habe. Und dann soll es damit schon gewesen sein, weil ich gehe dann her und verlöte mir mal eine zwei Kabel hier. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe die Lötstellen auf dieselbe Stelle gebracht, das heißt alles gleich lang abgeschnitten und verlötet. Und dann muss man aber sehen, dass man diese zwei Lötstellen bzw. die blanken Stellen der Kabel, dass man die gegenseitig isoliert mit einem Klebeband, mit einem Heißkleber zum Beispiel. Da gibt es dann ja mehrere Möglichkeiten. Damit ich jetzt messen kann, Kabel durch, abisolieren, dass ich mit dem Messgerät drankomme. Eher abisolieren mit Feuerzeug. Zack. Ich tue jetzt auf der einen Seite nur das Orangene und auf der anderen Seite nur das Rote abisolieren und die zwei messe ich, ob die zwei Kontakt miteinander haben, weil damit kann ich ausschließen, dass innen drin ein Kurzschluss ist. Das machen wir eben gerade noch schnell und dann war es das gewesen hier. So, ich nehme mein altes Messgerät hier, tue hier einmal auf das blanke Material. Und einmal hier auf das blanke Material und ich habe keine Verbindung zwischen den beiden. Ich ziehe mal so ein bisschen dran. Nicht, dass ich hier eine Stelle erwischt habe, die vielleicht nicht hundertprozentig ist, aber das sieht gut aus. Dementsprechend würde jetzt diese Verbindung hier funktionieren. Jo, und sie ist ein bisschen versteift, man merkt das auch hier. Ne? Das Kabel ist viel weicher wie diese zweimal Schrumpfschlauchgeschichte und dadurch schone ich mir so ein bisschen diese nachträglich angebrachte Lötverbindung. Mehr ist es nicht. Noch ganz kurz dazu zu sagen, das mit dieser Lötpaste hier, das ist wirklich so mein eigenes Ding, das muss man nicht. Es gibt ja wirklich diese Variante Lötkolben, Lötfett, Lötzinn mit Flussmittel und gut, ich mache das halt so, jeder wie er mag. So, jetzt chill ich hier noch ein bisschen rum. Und genieße den Abend. Das ist schon so eine Hürde. Das ist echt so eine Hürde. Wow. Echt wow. Wenn man anfängt, denkt man, das geht viel schneller. Und dann irgendwann merkt man, oh nee, so ganz so einfach ist das klar, ist das gar nicht. Musst ein bisschen Gas geben. Dann merkt man, oh nee, das bringt ja irgendwie auch nichts. Und dann irgendwann, ja, dann kommt so die Einstellung. Ich glaube, das ist nur mit Geduld zu kriegen. Ja, mit Geduld zu kriegen und Spaß an der Sache. Ich mache hier nur, was ich will, nur, was mir Spaß macht. Und ja, immer dann, immer gerade so, wie ich gerade Lust und Laune habe. Und ich bleibe halt so ein bisschen am Ball, will ich mal sagen. Ne, ich habe ja oft mehr wie ein Video in der Woche. Weil es mir so einen Spaß macht und ja, das passt dann auch. Das passt dann auch und man freut sich wie Bolle. Ja, man freut sich wie Bolle. Vielen Dank an euch.
Vielen Dank.